Na, dann hauen wir uns den Schrein hier da mal an und legen unser. Nee, legen nicht unser Pferd hier drauf. Ist ja spannend, auch so mal auf die Blumen gelaufen. So, wir untersuchen die Gesästen hier mal. Wenn man sich verschreibt, was dann für lustige Sätze rauskommen, kommt auf Portugal. Ja. Ich sag nur, wir hatten mal eine Nutzerin, die wollte, die hat irgendwie in Splatoon, hat ihm einfach angegeben, dass sie da hackt. Und sie hat sie gesagt, weil sie schreiben, ich tu's gleich hacken. Nur statt diesen Hacken, also Hacken, hat sie Kacken geschrieben. Stand da nicht, tut's gleich Kacken. Das war dann Lachflash auf Doom. Der Gaming, der Timeline schreibt, ich kann nicht gucken, ich möchte mich nicht spoilern lassen, sorry. Nicht schlimm, Gaming-Eier schreibt, ich komme immer noch nicht auf Discord. Okay, nochmal zum letzten Mal. Der Nightbot sollte, hat gerade auch wieder einen Discord-Link geschickt. Du klickst Ah, du darauf. bist auf dem Server. Du bist gerade auf dem Server. Hier, du hast jetzt einen allgemeinen Rang. Jetzt kannst du reinkommen. Ah, ja. Genau, und du kannst bei uns in den Livestream-Channel reinkommen. Richtig. Und jetzt schreibt nicht, wie geht das? Weil das so simpel ist. Tutorial-Video. Siehe Tutorial-Video, was ich hier gerade nicht habe. So. Einfach auf den Kanal klicken. Richtig. Das Video ist ja noch nicht so lange her. 3 Tage sind das jetzt, glaube ich, oder Ja, vier. es ist nicht viel. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir jetzt, wo geht's hier weiter? Ah, wir gehen immer mal hier was los. Ach, das heiße. Alle. Ah, da ist Trinkmann. Okay, ciao, FC Barcelona und Clash of Clans. Ja, und denkt dann immer schön die Hater schlagen. Nein. Am besten noch Atombomben auf die Häuser schicken. Ja, unbedingt, das macht die endgültig weg, ne? Aber vorher noch einbrechen und DM abonnieren. Also, ja, abonnieren. So, was haben wir hier? Ach, das ist wieder der Fahrstuhl nach oben, ne? Eigentlich unnötig, dass ich hier gerade runtergegangen bin. So, Oder? mal schauen, was der Gaming Ayas gleich für ein Problem hat. Weil normalerweise sollte er dann ja schon auf dem Discord sein. Wow, jetzt ist das richtig, richtig ätzendes Wetter draußen. Also, unter den Boah, Umständen bei gehst du da mir gleich mal ist wieder richtig rein. sonnig. Nein, nein, ich rede hier in Zelda. Draußen haben wir es Achso. auch Sonnenschein, 34 Grad. Ah. Und da finde ich, ist so ein Keller, in dem es wirklich kühl ist, wo man hier die ganze Zeit Zeldas Bild erst hier. Sehr angenehm. Bei uns sind nur 24 Grad. Ja, erst bei uns waren gestern 37 Grad. Was? Bei uns hat gestern den ganzen Tag nur geregnet. Alles klar, bei uns waren es Und es war 37 irgendwie Grad. 14 Grad. Ah ja, bei uns richtig, richtig warm, aber zu warm ist halt irgendwie auch blöd, ne? Ja, wie schon gesagt, Ehrlich gesagt, ich habe ich die Zeit im Keller hasse verbracht und das ging voll. Du hast Wärme? Wärme. Ja. Hallo, ich will jetzt hoch. Ich bin ein Wintermensch. Echt jetzt? Eindeutig, ja. Ich hasse Kälte. Also ich finde Winter irgendwie voll unnötig und bescheuert. Ich glaube erst, dass die meisten irgendwie noch schlafen wollen um die Uhrzeit, ne? Ja, kommt So. mir auch so vor. Na gut, Der 12 eine weiß Uhr. nicht, wie man auf den Discord-Server kommt. Es ist doch nicht so schwer. Ah, sein was von. Falls du gerade zuschaust, lieber Gaming Ayas, oben links sind 3 Striche, Ist sag die ich mal. Frage, wo geht's Dann jetzt hier gehst du, weiter? dann scrollst du nach unten. Dort steht dann ein Livestream, da sind 2 Leute drin. Du klickst auf diesen Livestream drauf und unten steht Connect to Voice. Du setzt spätestens da dein Headset auf. Und ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. Hi. Was läuft? Ja, jetzt hat's. Alles, Servus. was 4 Beine hat. Nee, hätte ich's nicht gedacht, ne? Hätte ich grad's nicht gedacht. So, was muss man hier bei den Schreien eigentlich machen? Habt ihr das mal gemacht? Ich hab keinen Fall. Ja, Ach, da ist ich die hab. Truhe. Warte.
Und wie geht es euch? Gut, und selbst? Auch ziemlich gut. Wir sind gerade ganz gut. Was machst du mit der Kiste hier? Nun nutzt dein Magnetmodul, sag ich nur. Stimmt, aber ich probiere irgendwie gegen dich, ich verreck jetzt hier. Eigentlich nur aus Dummheit. Irgendwie habe ich meine Puste gerade ewig nicht beachtet, was mir jetzt erst so behänglich wird irgendwie. So. Also ich das kann nicht wieder durch die Wiesensheiße da durchgehen, ne? Ah ne, gut, ich bin noch drin im Skyman, Halleluja. Ja, Tipp. So. Du musst den Magnetmodul benutzen. Stimmt. Und dort sind dann eigentlich immer so Einkehr, also da, wo du es rein tun musst, glaube ich, falls es der Schrein ist. Aber auf jeden Fall, Magnetmodul ist wichtig. Okay, ich tue das mal. Danke für den Tipp. So. Ah, wieder ich 3 Dislikes. Ich habe so viele Schreine gemacht. Ja, Mr. Snow, das ist nichts Neues mit den 3 Dislikes. Sind alles Hater. Wahrscheinlich wieder die aus diesen... Ja, gestern war es auch richtig schlimm, weil ich Splatoon gespielt habe. Ich konnte nicht ganz reinschauen. Ich habe nur ganz kurz 2 Minuten reingeschaut. Konnte aber nicht länger. Kann ich mal einen Witz erzählen? Wenn er witzig ist. Stimmt, mir Magnetmodul und Eismodul ist wichtig. Okay, genau. Ich fange an. Was ist weiß und springt durch den Wald? Ein Jumping-Jong. Was ist braun und sitzt im Knast? Eine Knastanie! Gott, die sind so alt, die Witze. Ist eigentlich fast verboten, die hier zu nennen, ne? Ja. So. Jetzt haben wir jetzt mal unseren Modulen. Moment mal. Ich mache jetzt erstmal ein Foto. Ist dieser also wer hat denn hier noch nicht geliked? Alle müssen liken. Lächerlich, wie sie sollten, die so viel hätten. Ja, du, auf einem Video hatte es 21 Dislikes. Das ist ein Typ, den es haben angepisst hat, der darauf einen Haufen Fake-Accounts erstellt hat. Hört sich krank an, ist aber die Wahrheit. So. Gamer-Code. Ich muss erstmal schauen, wie ich hier überhaupt an die Module drankomme. Ne? Zelda Profi. Ja? Kam eigentlich mal wieder dieser Zipto Place in den Stream. Hab den lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der kam irgendwann mal wieder. Das ist aber gerade gar nicht. Schon ziemlich lange nicht mehr da. Wie tut man jetzt sich in den verschiedenen Modulen nochmal umtauschen, hä? Irgendwo gedrückt halten. Nee. So, Steuerkreuz nach oben. Und dann wechseln. Zwischen dem. Ja, dann zoomt es gerade irgendwie. Weil du gerade den Fotomodul ausgerüstet hast. Richtig. Dort man die Kuh. Jetzt hat weiß, wie es geht. Ja, wär dumm. Die Kuh. Hallo? Habt ihr eine Kuh zu Hause stehen? Was? Nein, nee, die Nachbarn haben eine Kuh und deswegen muss ich hier die ganze Zeit rum. Hört man das? Alles klar. Ich glaube, ihr lebt auf dem Bauernhof, oder? Sozusagen schon. Aber Internet ist hier mega gut. Mr. Snow, Mr. Schnee, alles klar, die Leute haben ja gar kein Leben. Die sich so viele Fake-Accounts erstellen, ja. Und da hast du Rest, Robin, Mr. Snow, irgendwie, aber... Ich meint, die müssen im Prinzip immer wieder eine neue E-Mail-Adresse angeben. Ja, neue Telefonnummer, glaube ich, ist auch, keine Ahnung. Kämpft das nicht so aus. Telefonnummer muss man nicht bestätigen, eigentlich sogar. Okay. Man muss nur die E-Mail bestätigen und... ich glaube, die haben schon eine E-Mail mit hate einfach. hate@gmail.com wahrscheinlich. So, warte, aber es ist... Ich bin da dumm, es muss, Adressen faken. Man muss sich es geht ganz leicht. Ja, das stimmt, man kann auch E-Mail-Adressen faken. Ich hab mir... Zum Beispiel, mein Freund hat sich in letzter Zeit eine ausgedacht, Nein. dummkopf@gmail.com
Na super, E-Mail, musste er später bestätigen. Hat er die benutzt? Hat er sich die extra die E-Mail nochmal auf Google erstellt, dass er jetzt eine echte E-Mail hat? Hat er das jetzt gemacht? Hat er jetzt auf dummkopf@gmail.com als E-Mail? Und die benutzt er jetzt halt auf Discord. Ja, man kann sich... Ich habe auch zwei Accounts. Ich habe meine E-Mail-Adresse und mein Passwort so oft vergessen, ich habe jetzt locker schon 20 Accounts. Ich auch, aber ich habe auch, ey, ich vergesse immer, wie ich mein Passwort mache, irgendwie. Mein Passwort ist immer so verschieden, wie ich den mache. Und deswegen verliere ich Magnetmodul. Warum müssen alle auf, müssen wir schlafen gehen, Mann? Aber wie bekomme ich da jetzt die Truhe, hä? Oder müssen die zu ihrer Oma essen gehen? Wie essen gehen? Ich bin gerade im Pool mit meinem Handy. Ich bin so ein Typ ohne Leben. Ich bin einfach in dem Pool mit meinem Handy. Das ist noch nicht mal wasserfest. Ja gut, du, ich hab mal meine Switch mit bei mir im Pool genommen. Ah, würde ich nachher, glaube ich, dich nochmal machen. Wäre mir nämlich beinahe reingefallen. Warte mal, du bist gerade im Pool. Nein, ich... Ja. Achso. Nee, tun. Ich meine den... Plansch mal. Mache ich lieber nicht, denn hier sind ziemlich viele Wespen und die sind ziemlich aggressiv. Bei jeder kleinsten Bewegung, die fliegen dich an und greifen dich an. Lol. Ich habe letztes Mal, hab mal mit meinem Bruder gespielt, haben mich zwei Wespen auf einmal ins Gesicht gestochen. Das hat so gebrannt. Einer hat mich sogar fast ins Auge gestochen. Bah. Auge ist mies. Tja, das ging wohl ins Auge. Alles klar. Ja, wie erfasst es jetzt das Kiste eigentlich? Das funktioniert nicht. Immer mit dem Magnetmodul und Eismodul. Ja gut, du bist mal mit Eismodul. Das ist ja kompliziert. Ah, nein. Nennt mich, hab jetzt nicht mal Gaming, Arias, nennt mich Knuspi. Was? Knusperdos? Ich hab verstanden, Crispy, hm? Crispy Long Sicken. Nee, ich nenne nur den wahren Knuspi Knuspi. Knuspertus ist so ein guter YouTuber, aber niemand ist so gut wie Gamer Couch. Ich kann keinen besseren. Ja, bin ich definitiv deiner Meinung, hm? Nee, danke. Ich freue mich immer, wenn ein Livestream kommt. Und das ist ja ziemlich oft. Das stimmt, letztes Mal schon. Weil ich finde Livestream jetzt, wie gesagt, fast wirklich angenehmer wie... Videos, weil es verbraucht da keinen Speicherplatz, geht schneller. Und man kann sogar die Zuschauer nach Tipps fragen. Man startet dann in den Comments, schreibt in die Comments, Leute. Friends in den Comments wird der Kommentar nicht angezeigt. Hatte ich und auch schon mal das Problem. Was auch toll ist, man kann nichts auf 10 Minuten strecken. Weil Livestream eh länger als 10 Minuten geht, ne? Motto, ja, das stimmt. Genau wie. Dings, wie heißt sie? Eine YouTuber. Aber ich habe eh keine Werbe, also keine bekommen kein Geld für Werbeanzeigen bis jetzt. Rest ist alles erst ab 1000 Abonnenten habe ich mir vorgenommen, du musst alles erst wirklich einresten, weil ja. Keine Ahnung. Da gibt es so einen YouTuber, der stellt nur Werbung. Wie hieß der? Ich glaube, der heißt Leon Mark Scheren. Ja, Leon Mark Scheren. Boah, ich kann aber auch Let's Player, ne? Die das nur machen. Askalter zum Beispiel, ne? Damals war der total bodenständig, dann habe ich nach, keine Ahnung, Monaten mal wieder reingeschaut, habe auf ein Video geklickt, Werbung, 10 Minuten, 2 oder so, genau. Da habe ich mir so gedacht, okay, ich guck den erstmal nicht mehr. Ja, wir tun mal den Eisberg mal wegmachen. Mit YouTube Deutschland geht's bergab. Oh ja. Früher, 2014, die Longboard-Tour, heutzutage fressen Leute in Boxershorts auf Bodenteller. Ja. What the fuck? Oder diese Junkfood-Tests da, diese ja, Kanäle da, wo die irgendwie Welcome to the Leute German Food Review sagen und dann Nutella in sich reinstopfen. Aber wie macht man sich als Kiste auf, hä? Welcome to the German Food Review. Today we eat Nutella. It's Nutella time. Today it's Nutella time. Ja, gut, du hast es gerade an wie so ein Japaner, wo wird Englisch sprechen. Zurzeit nur 4 YouTuber aktiv. Gamer Knautsch, Knuspertoast, Alblali und
Wie hieß der eine? Ja, bei Knuspertoast ist es. Bei Knuspertoast ist es ja auch nicht schwer, ne? Ja. Den zu verfolgen. Der macht nicht viele Videos. Ist so. Die ganze Zeit die Witze Asi mit Zahn. Das ist hier sehr kompliziert. Ich bin gespannt, wie das Rätsel jetzt irgendwie weitergeht. Gamer Couch, wer ist.